Guten Morgen, ihr Lieben. Tachchen. Herzlich willkommen. Mein neues Wort. Willkommen. Das entsteht aus Kopfsalat. Und die Wörter nimmt man dann gerne mit. So, ihr Lieben. Ich hoffe, wie immer, ihr habt gut geschlafen. Oder je nachdem, hattet einen schönen Tag, wann immer ihr das Video eingeschaltet habt. Heute geht es um die Kurzbotschaft, die ja meistens immer nicht ganz so kurz wird. Aber Carmen, vielen, vielen Dank. Das musste ich sehen. PayPal, tiding. Und auch du kriegst, du großzügigerweise, wirklich, danke, 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 eine Kurzbotschaft hinten dran, ja? Damit wir erstmal die anderen oder euch alle hier rannehmen können. Aber vielen, vielen Dank, Carmen. Kann euch gar nicht genug zurückknutschen, wie lieb ihr zu mir seid und an mich denkt. Und das ist ja wirklich Schlag auf Schlag. Ja, vielen, vielen Dank. So, ihr Lieben, jetzt für euch alle. Ich habe mir schon die drei Karten hingepackt. Ihr wisst, sonst fummel ich da jedes Mal rum. Ich habe ja gesagt, ich nehme immer die oberste Karte. Und wir starten mit universelles Bewusstsein. Ich erinnere mich an meine göttliche Heimat. Ja, wo ist die göttliche Heimat bei euch, bei jedem Einzelnen? Vielleicht sind das wirklich so Ansätze, dass jemand seine Wurzeln ganz, ganz woanders hat und sich dort auch wieder so ein bisschen hinbegibt in Gedanken, Kraft wieder hochholen, wenn es nichts mit einem Wechsel zu tun hat, wo man mal geboren ist, ja, wenn man jetzt da nicht mehr leben sollte, einfach die Kraft wieder zurückholen zu bestimmten Phasen. Ich rate dazu immer, ab welcher Phase fing dieser ganze Ratzerschlotz an, ja. In welcher Phase eures Lebens habt ihr euch so richtig wohlgefühlt und dort dann wieder drin sein? Also das mache ich zum Beispiel auch sehr gerne, dass mir dann irgendwie so Erinnerungen kommen, wo ich dann in Erinnerung schwelge und mir sage, Mensch, war das schön. Und meistens ist es immer in der Kindheit irgendwie, ja, dieses einfache Spielen in der Pfütze mit Matsch. Zum Beispiel, soll ich das sagen? Also ich habe zum Beispiel, warum auch immer, sehr gerne mit Lehm gespielt. Lehm aus, vom Boden, ja. Ich fand es toll. Dieses Gefühl, diese Matscheknete, das kam mir vor, als hätte ich als Kind immer einen Schatz gefunden, weil man ja gemerkt hat, Lehm ist was ganz anderes als Sand, der verfällt ja. Aber ich kam mir vor wie so ein Lehmschatzsucher, ja. Das hat mich voll glücklich gemacht. Oder Kaulquappen in Pfützen oder Teichen zu finden. Fand ich auch großartig. So, jetzt geht's aber weiter. Make today amazing. Mache heute den Tag großartig oder zu einem großartigen Tag, ja? Oder wundervoll. Oder sorge heute für etwas, was dir auch in Gedanken bleibt. Wir haben dein Zitat von TeachNet Han. Lächle, atme ein und gehe langsam. Ich glaube, dass man das schön genießen kann, ne? Schön vertiefen kann. Lächle, atme ein und gehe langsam. Auch sehr schön. Probiert es mal aus. Ihr Lieben, die Engelbotschaft für heute. Wenn ihr was wissen möchtet, es kann ja auch sein, dass ihr einfach nur reinschaltet und guckt, okay, könnte vielleicht heute mal passend werden. Ich habe zwar nichts Bestimmtes, aber manche haben ja etwas auf dem Herzen oder wollen wissen, wie irgendwas wird. Vielleicht steht irgendwas bevor, ja. Was sagen die Engelbotschaften zu deinem Thema, zu deiner Erfüllung, zu deinem Vorgehen? Vielleicht brauchst du Antworten. Anderes hat Vorrang. Vielleicht beschäftigt dich hier irgendetwas, wo du darauf hingewiesen wirst. Nee, du, mach mal jetzt ein bisschen Stopp, ein bisschen langsam. Anderes hat hier doch noch Vorrang, ja? Es ist hier nicht die Priorität Nummer 1, die dir hier so, muss ja nicht immer Kummer sein, aber die dich beschäftigt. Ja, es gibt auch noch andere Sachen, die einfach Vorrang für dich haben. Vielleicht sagst du dir dann, ja, stimmt, ständig ist das in meinem Gedanken oder ständig frage ich mich, wie geht es da und da irgendwo weiter. Anderes hat Vorrang für heute, ab heute. So, die Situation generell. Könnte, kann, muss nicht sein.
Positives wie Negatives bitte unbedingt in dem Video drin lassen. Ansonsten das Video verlassen. Wenn du hier nicht resonierst, die Videobotschaften können auch ein bisschen später angeguckt werden und die gelten jetzt nicht für den einen Tag hier, ja, für den Dienstag. Wir haben schon mal Rat des Schicksals, 3 der Schwerter. Wisst ihr Bescheid, jeder, der sich mit Tarot auskennt und dem Arcanum der Magier. So. Anderes hat Vorrang, würde für mich Sinn machen, ja? Wir haben hier eine Situation, die euch begleitet oder für manche sogar heute eintrifft. Man weiß es ja nicht. Aber hier ist eine Situation entstanden oder wird entstehen, die so kommen soll, ja? Kommt Zeit, kommt Rat. Also alles, was mit diesem Prozess zu tun hat, warum du hier reinguckst, ist am Aufarbeiten, ist eh am Arbeiten. Du kannst es selbst nicht handeln, sage ich mal so. Es ist so gekommen, wie es sein sollte. Und es wird aber auch so kommen, wie es sein soll, ja? Vielleicht auch deswegen universelles Bewusstsein. Warum musste diese Situation hier stattfinden? Warum ist dieser Weg jetzt so gekommen, wie er ist, ja? Also da haben wir noch, kommt Zeit, kommt Rat mit D oder T, nehme ich ja das ganz gerne. Vielleicht wird hier irgendwas mit einfließen, was dir auf der Strecke einfach hilft, ja? Wo du Ratschläge empfängst, ob nun durch dich selber oder durch andere Außeneinflüsse. Hier ist auf jeden Fall was in Bewegung und wir haben hier 3 der Schwerter, was ja sonst eigentlich immer dafür steht, dass man hier wirklich einen schweren Prozess durchgeht, ja. Wir haben es auch sehr schön auf dieser Abbildung und das, also die Illustration finde ich natürlich auch nochmal enorm. Normalerweise haben wir sonst immer das Herz für Liebeskummer, Seelsorgen und, ihr kennt das. Und hier hat man eine Dame, ist das eine Dame? Ja, würde ich sagen. Und die spielt mit ihrer Voodoo-Puppe, welche ich nicht besitze. Und für mich passt das so zu diesem Rat des Schicksals, ja? Also überlegt, wer hat hier Einfluss auf euch und wer ist in diesem Leben dran beteiligt, euch diesen Kummer zu übermitteln, ja? Von wem habt ihr diesen Kummer übernommen? Wer geht mit euch hier beispielsweise auch schon fast so um? Ich will jetzt nicht Voodoo mit reinnehmen, um Gottes Willen. Aber durch wen habt ihr hier diesen Schmerz? Wer hat euren Schmerz oder die Schwere, die ihr jetzt habt oder kennengelernt habt oder mittendrin seid? Wer hat euch das angetan, ja? Oder wer ist dafür zuständig? Das dürfte die Beschäftigung hier sein. Für mich ist aber hier auch ganz klar, dass dieses Kartendeck oder die Tarotreise heute dir anzeigt, wenn du darauf achtest oder auch mal bei dir guckst, dass du alle Elemente haben könntest, um dich hier zu befreien aus dem Prozess, dann kannst du sogar dieses Rad des Schicksals brechen und musst es nicht unbedingt auf dich zukommen lassen, sondern hast auch gewisse Sachen selber in der Hand, ja? Mit allen 4 Elementen. Also da bitte noch mal ein bisschen genauer reingucken, inwieweit lässt du dich von jemandem händeln oder inwieweit hat dich jemand händeln dürfen, weil du es zugelassen hast, ja? Und jetzt könntest du sozusagen in der Bestimmung, genau wie es reingekommen ist, das Rad drehen, ja, mit deiner eigenen Kraft, mit dem Arcanum der Magier. Wir gehen mal in deinen Kopf. In deinen Kopf, so rum. Ich glaube, ich sollte nochmal einen Grammatikkurs machen. Also Dativ und Akkusativ ist ja bei mir, hatte ich noch nie Probleme, aber das Quatschen wird echt. Ich lerne mal Steno für euch. Wir haben hier den Rückzug, das Arcanum der Eremit, haben wir hier eine Jungfrau-Energie. Wirklich, zu der ganzen Situation, geh mir weg, ja, irgendwie der Stress, den Stress von dir werfen, wenn es geht. Auch diese Information, anderes hat Vorrang, ist für mich total deutlich von diesen Engelbotschaften hier gewesen, von vornherein. Du musst jetzt hier am besten mitwirken, dass du wirklich merkst, anderes hat Vorrang, dass du dich hier zurückziehen darfst und zurückziehst. Weil irgendwas hängt dir nach, irgendwas nervt, irgendwas zieht sich mit. Versuche, wenn du hier reingehst und das deine Tarotreise ist, das abzuschütteln, ja?
weil vielleicht kannst du hier erkennen, dass du selber für dich am besten weißt, was dir gut tut und nicht, was andere mit dir machen, ja, oder gemacht haben. Im Rückzug deine Stärke wiederfinden. Dich vielleicht auch gerade dort nicht ablenken lassen von gewissen Sachen. Also, der Rückzug ist hier bei dir im Kopf. Vielleicht überlegst du auch, wie du besser von irgendwo wegkommst, wie du auch Ruhe empfängst, wie du dich davon ablösen kannst, abseilen kannst. Einmal muss es sein am Tag, ne? Wir haben Bube der Münzen. Ja, mit kleinen Schritten geht es für dich hier vorwärts, ja? Als ob du hier wirklich so einen anderen Input bekommst. Du bist hier freudig unterwegs, kriegst wieder eine neue Energie rein. Die Energie des, ich setze um, ich versuche umzusetzen. Zumindest versuchst du, ja, wenn du dich zurückziehst. Hier kommen Ideen rein, hier kommen Sachen rein, die für dich sehr interessant wären, sehr relevant wären, um hier aus diesem Prozess komplett auszusteigen oder auch eine andere Richtung zu suchen. Vielleicht hast du das Gefühl, du bist hier irgendwo abhängig drin und hast es auch immer satt, irgendwie auf andere zu warten oder irgendwie immer nachzufragen oder irgendwo stehen gelassen zu werden. Deine Energie im Kopf geht jetzt hier wirklich rein. Moment mal, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ich ziehe mich so ein bisschen zurück und gucke, wie ich selbst vorwärts komme, ohne dass ich diese Menschen oder diesen Mensch brauche, ja? Dass da diese Abhängigkeit verschwindet. Das könnte so eine Art Ablösung in deinem Kopf hier sein. Wir haben des Weiteren für dich König der Kelche. Also da kommt eine ganz starke Selbstliebe wieder zurück, ja? Wir haben hier denjenigen, der für mich, also du bist für mich derjenige, der für mich hier verkörpert. Du hast dich selbst unwahrscheinlich lange vergessen, ja? Unwahrscheinlich lange vielleicht deine Talente nicht gesehen, nicht sehen können. Hier geht's aber rein in, du merkst, dass du nicht mehr hart sein müsstest, ja? Du musstest vielleicht eine ganze Zeit hart sein, zu dir selber, zu anderen Menschen stark sein, damit du andere Menschen weiterhin bedienen kannst oder eine Verantwortung übernehmen kannst. Es ist ja aber wirklich so, der Prozess, du erkennst hier durch deine ganze Härte auch wieder so, du bist auch noch da, ja, und darum geht's jetzt. Du musst dich um dich kümmern und guckst, welche Möglichkeiten gibt es hier für dich selbst irgendwie deinen eigenen Weg anzugehen, damit du auch was Eigenes hast, ja. Hier kommt heute irgendwie wirklich dieses, du brauchst was Eigenes für dich, wo keiner irgendwie Zutritt oder irgendwie Zugriff auf dich hätte, ja. Du lässt dir so langsam die Stärke mit deiner Selbstliebe wieder walten und vereinst das vielleicht auch diesmal noch viel, viel besser als vorher, indem du stolz bist, ja. Im Endeffekt bist du stolz auf das, was hier neu reinkommt oder was dich hier neu erwartet, weil das sind frische Impulse, die umgesetzt werden wollen, ja. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, inwieweit traust du dich hier rein oder wie weit traust du hier diesen Prozess, dass wirklich keiner mehr eine Handhabe über dich hat, sondern du selber alleine sagen kannst, das habe ich alleine geschafft, das habe ich alleine beschlossen, das habe ich für mich alleine umgesetzt, ja? Und du scheinst dir wirklich davon sehr überzeugt zu sein. Also hier kommt vielleicht auch was für dich rein, wo du selber auch sehr überrascht bist, sehr positiv überrascht bist, dass eben auch wirklich noch anderes Vorrang hat für dich, diese Woche oder ab sofort, ihr Lieben. So. Wir gehen mal noch ins Buch heute rein, damit ihr eine Botschaft bekommt. Vielleicht hilft euch das in Sachen zwischenmenschlichen Beziehungen weiter. Genieße die Vorfreude. Bube der Münzen, würde ich gleich sagen. Ja, genieße die Vorfreude. Danach kam der König der Kelche. Also irgendwas scheint hier zu fruchten, irgendwas scheint dir hier mitzuteilen, du gehst es gerade richtig an oder du hast die richtigen Impulse, du bist auf dem richtigen Weg, das, was du gerade machst, um dich zu befreien, ja, in diesem Prozess, ihr Lieben. Mua. Dankeschön fürs Zugucken. Jetzt kommt Carmen mit ihrer Botschaft, weil sie mir ja was gespendet hat. Ja, hallo Carmen, dann lassen wir auch mal für dich die Engelbotschaften fliegen. Wir klopfen die allgemeine Welgong-Energie ab. Ich finde das Wort so stark. Liebe Carmen. Ach, das war auch so süß mit deinem... Wartet, ich zeige gleich, falls noch jemand dran ist. Oder ich spreche ja auch zu dir. Es war wirklich mega süß. Deine Smileys dazu.
So, die Engelchen, die sind der Meinung, du bist auf dem besten Wege oder hast es schon geschafft hier. Moment. Ja, das hast du gemacht. Und dann dieser Herz-Smiley. Das sah voll süß aus in der Ansicht. Da ist es. Gibt es noch andere Möglichkeiten, kommt für dich raus. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Wo steckst du drin? Also irgendwie haltet mich nicht für bescheuert, aber wenn so Wattehaare abstehen, das ist so meine Macke. Gibt Schlimmeres, ne? Wir konzentrieren uns. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Ist ja komisch. Am Anfang, anderes hat Vorrang und bei dir geht es weiter mit, gibt es noch andere Möglichkeiten. Also es scheint heute ein Tag zu sein, wo man aus der alten Energie raustreten sollte. Wir haben hier in deinem Kopf die Königin der Kälte. Da bist du aber wirklich auf dem besten Wege, deinen Selbstwert hier zu kriegen. Ja, auf eine sehr weiche, feine, stolze Art. Vielleicht siehst du das manchmal nicht, ja, aber das ist so eine Art von, du bist ein Mensch, der wird gerne gesehen, der wird gerne angenommen, du hast ganz tolle Züge, du kommst hier wieder in deine Selbstliebe rein, du bist eine Person, der man vertrauen kann, du bist auch eine Person, die nicht sofort hausieren geht, sondern bei dir ist es einfach sicher, ja, bei dir kniet jemand und das ist wirklich so dieses, ich bin froh, dass es dich gibt, ja, in diesem Wert. Da musst du wieder reinkommen. Im besten Fall bist du da auf dem besten Wege wieder drin oder auch schon angekommen. Aber das ist so deine Energie, die dir zeigt, du brauchst dir vor nichts irgendwie zu fürchten oder Schuldzuweisung. Du bist jemand, der andere anzieht, so oder so. Ja? Es könnte sein, dass du andere immer wieder anziehst, weil die Hilfe brauchen. Denn man hofft ja auf irgendwas, wenn man dort kniet, ne? Und da ist vielleicht auch die Stelle, wo du aufpassen solltest in deinem Leben, weil man dir das eben ansieht und von dir auch wieder sehr viel Kraft bekommen kann, wenn es dir gut geht, musst du aufpassen, inwiefern Leute dann deine Kraft saugen, ne? Wir haben den Bube der Kelche. Hier könnte was unterwegs sein, ja? Hier könnten vielleicht auch Energien drin stecken, wo sich jemand dran erinnert, ich bräuchte und würde gerne Nachrichten austauschen. Ich bin auf der Suche nach dem, was du jemandem gegeben hast. Genau das meine ich. Ja, hier hat jemand eine Wünschelrute und Bube der Kälte ist jetzt, wenn es nicht so für Single steht, so eine frischere Energie. Hier ist jemand, der an dich denkt, definitiv. Hier ist aber auch jemand, der weiß, dass er das von dir bekommt. Ja, also man könnte fast zur Geschichte sagen, das ist derjenige, der sich hier so bei dir sieht oder mal gesehen hat, dir das vielleicht nicht offensichtlich gezeigt hat oder es gibt Menschen, die dir das wirklich zeigen, aber man merkt, wie wertvoll du bist für andere Menschen, ja, dass deine Energie einfach gebraucht wird in der weichen Energie, ja, in diesem Vertraulichen, in diesem, bei dir fühlt man sich sicher, bei dir kann man sich wohlfühlen, da ist gerade momentan jemand oder denkt daran, wie es bei dir war. Man wünscht sich gerne diese Nähe oder diese Energie von dir zurück, ja? Ist so auf der Suche nach, es wäre schön, wenn du da wärst. Wir haben den Ritter der Kälte. Also hier geht's irgendwo los, ja? Wenn du jetzt keinen Aussicht hast, dann könnte das wirklich jemand sein, der potenziell irgendwo demnächst vor der Tür steht, in Anführungsstrichen, oder den du hier in diesem Jahr auf Reisen kennenlernst oder Ende des Jahres, je nachdem, wie das jetzt hier passt. Ritter der Kälte, hier ist jemand wirklich entschlossen, vielleicht auch aus der Vergangenheit, dass alles, was du besessen hast, wirklich für diesen Menschen brauchbar war. Ja, vielleicht macht man sich hier Gedanken, warum ist man weg? Gehe ich lieber wieder zurück, weil man ist ja auch in so einem Stillstand. Man ist jetzt hier nicht abgebildet als rasendes Pferd, sondern man wird hier so ein bisschen gezogen von, ich bräuchte das, ich vermisse das aktuell und drehe ich um in diese Richtung oder merke ich jetzt, wo ich alleine bin, ich kriege das nicht mehr, ja. Aber trotzdem hat mich genau das an dieser Frau, also Carmen, fasziniert. Also hier ist ein Mensch oder Menschen, vielleicht auch Kinder, je nachdem, mit wem es zu tun hat. Hier sehnt man sich gerade aktuell wirklich nach dieser
fürsorglichen Liebe, nach deiner warmen, warmherzigen Art, Königin der Kelche. Das kann ja jetzt natürlich für viele passen, ne? Ob Freundschaft, Familie, Ex, Liebe noch da, ja, bestehende Beziehung, wie auch immer. Wir haben im Herzen der Wagen. Also du bist hier mit dir klar, ja, du hast hier in deinem Herzen Weg gefunden, damit klarzukommen. Musstest damit klarkommen, erstmal das. Und zweitens ist es bei dir angekommen, du fühlst, liebst, möchtest leben, so dass es immer eine Möglichkeit zwei gibt. Du lässt dir hier zwei Wege offen, aber du fährst jetzt gerade diesen Weg, in diesem Weg, wo es dir gut geht, oder auf diesem Weg, wo es dir gut geht, ja? Du hast dich hier mit deinem Herzen arrangiert, sagen wir es mal so, musstest. Denn wir haben hier 7 der Stäbe. Das hat genug Kraft gekostet, ja? Also auch da, wie auf dem Bild, du hast genug Brocken geschleppt von alleine. Du hattest hier keine Hilfe mehr, wo man mithilft oder irgendwie besorgt ist um dich, wie es dir geht, wie du fühlst. Dein Herz war hier wirklich sehr schwer belastet, aber du hast hier eben diesen Weg, damit umzugehen, gefunden. Und ja, mit der gewissen Stärke, ja, und das konnte man dir auch nie abschreiben. Du hast hier die Löwenenergie, du hast das mit deiner eigenen Stärke, mit der Liebe, mit der starken Liebe, mit dem starken Selbstwert, den du vielleicht dachtest, verloren zu haben. Anders hättest du es aber nicht geschafft, ja, der schlummerte in dir drin, den du hochgeholt hast, um hier einen Weg zu finden, um damit fertig zu werden, mit dieser Schwere, ja. Also die Stärke, Arcanum, die Stärke und hier dementsprechend der Löwe, kann man dir nicht nehmen, ist immer drin, hat dich wahrscheinlich auch vor anderen Sachen bewahrt, ja. Das ist so dieses, konnte man nicht absetzen. Du hast es hier geschafft, das Ganze zu umzingeln und dich hier für dich selbst zu wehren, ja, weiterzuleben, dir den Weg zu öffnen. Wir haben hier 4 der Schwerter in der Tendenz. Definitiv geht es hier vielleicht auch um Vertrauen und Ruhe. Du wirst dir hier nochmal eine Menge Gedanken machen, welchen Menschen vertraust du nochmal in deinem Leben. Hier sieht es aber auch ganz stark danach aus, dass es wichtig ist, dir selbst erstmal wieder zu vertrauen, ja. Du übernimmst hier erstmal die Führung und brauchst auch erstmal noch ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit. Aber das, was du für dich erkannt hast, in allererster Linie vertraust du dir und du weißt, wie du an dein Ziel kommst. Dafür brauchst du eigentlich auch keine anderen Menschen. Sie dürfen mit dir den Weg bestreiten, aber hier geht es darum, dass niemand deine Führung nimmt. Wir haben hier den Hierophanten. Das ist auch deine Erkenntnis, die du hier aus dem schweren Weg oder der schweren Phase für dich selbst aus deinem Leben mitgenommen hast. Das war vielleicht sogar das Letzte, was du hier als Station noch lernen musstest. Dich nicht zu schnell in andere Hände begeben, nicht zu schnell dich für andere aufopfern. Das ist hier wirklich deine Erkenntnis. Und wir haben hier 6 der Münzen, dass es letzten Endes auch gar nicht anders geht, wenn du auch an dich denkst. Ja, weil sonst ist ja kein Kreislauf für möglich, dass andere dir ebenfalls was zurückgeben, wenn du nur machst. Also du hast vielleicht als Konsequenz gelernt und gedacht, oh Mann, bin ich blöd, ich habe zu viel gegeben. Oder wie kann es sein, wenn ich schon alles gebe, mache? Das ist es ja. Da kommt kein Kreislauf zustande, wenn nur einer macht, ja? Wichtig ist, dass du hier erkennst oder schon erkannt hast, du musst auch mal dich zurückziehen und warten, was du für deine Wohltat zurückbekommst, ja? Das ist ja immer das, wo sich gerne sehr viele Leute in dieser Wohlliebe suhlen und denken, das wäre verständlich oder selbstverständlich und dann meckern, wenn nichts mehr kommt, ja, von diesen Personen. Kenne ich ja auch. Kennt wahrscheinlich jeder, dass es Menschen gibt, die einfach auch den Mund nicht voll kriegen und immer wieder reingreifen und dann noch Forderungen stellen, wo einem dann früher oder später die Birne platzt, bei mir ziemlich schnell, wenn ich sowas merke, bei dem anderen erst später. Aber diesen Fluss musst du erlernen, dass auch du die Möglichkeit hast, hier etwas zurückzubekommen. Ja, diese Aufgabe ist es eigentlich im Kernpunkt bei dir zu sagen, mach nicht alles, ja, aber das hast du hier anscheinend auch gelernt. Umso mehr Pausen du auch mit dem Eremit nimmst, desto mehr bist du vielleicht auch nicht sofort immer drin, so intensiv, ja. Umso schneller kannst du dich in Eremitprozessen rausziehen und auch die
Sachlage von außen beobachten, ohne dass du dich hier verirrst oder verrennst oder das Gefühl hast, du verlierst dich hier völlig, sondern du musst wirklich lernen, jetzt habe ich von mir aus was gemacht, jetzt warte ich mal ab, ob von den anderen Menschen was kommt, ja, oder von dem Mensch. Also wenn du das erlernt hast, wirst du hier merken und ziemlich schnell sortierst du hier gleichzeitig auch Menschen aus. Nimm dich zurück, wenn du gegeben hast und warte, was zurückkommt. Wenn nichts zurückkommt, dann hast du es viel einfacher zu sagen, nee, also mit mir nicht, sorry, das war's, ja. So, ich warte jetzt, bis was kommt oder es verläuft sich dann eben im Sande und du hast da hier draus erlernt und erkannt, wo es für dich hingeht, mit deiner eigenen Ruhe, mit deinem eigenen Vertrauen. Ja, da lass dich in Zukunft bitte nicht mehr von abhalten oder stören. Das ist dein Prozess, den du für dich im Gesamten hier komplett erlernt hast. Worum ging es denn bei dem 6 der Münzen teilen? Um die Selbstliebe, ja? Um die Beachtung. Die hast du hier, weil du sehr viel gegeben hast, nicht bekommen oder auch nicht erwartet. Aber das musst du erwarten für dich, ja? Nur dann bist du wertvoll. Kann ja nicht sein, dass nur ein Mensch andere glücklich macht und füttert. Es geht hier um die Selbstliebe, die du hier wiederbekommen hast. Deswegen passt das ja auch ganz schön mit Königin der Kelche. Das hast du, ja? Das weiß man von dir, das bist du, das ist deine Person. Und das sollte aber nie wieder passieren, dass das hier umschlägt auf so, ja? Dass du keine Selbstliebe mehr empfindest, weil du ja eh alles machst, schleppst die schweren Brocken, alles bleibt auf dir sitzen, andere dürfen sich die Wege aussuchen, aber da bist du ja jetzt in diesem Prozess drin, wo du das erkannt hast für dich, ja. Also bitte warten, ob was zurückkommt. Du hast genug, du kannst dich darauf verlassen, dass du hier wirklich nichts falsch machst oder auch für dich selbst, wenn du weißt, wo du hin möchtest, gibt es kein, das war meine falsche Richtung, ja. Das war die Richtung, die dich geführt hat, die du kennenlernen wolltest und auch wenn sie für dich nicht optimal war, dann wirst du das alleine verstehen, warum du dorthin musstest. Aber generell musst du hier auch was zurückbekommen und das wirst du wahrscheinlich als letzten Step für dich so verstehen, ja. Dieses Power einteilen, auch wenn du genug Power hast zu geben, hast Selbstliebe gibst, weil du genug hast, siehst du, dann würde die Selbstliebe umkippen, ja. Also du musst das hier wirklich für dich konkret planen, strukturieren, schon fast so ein bisschen mit Logik, mental so ein bisschen ausarbeiten und dann läuft das sehr, sehr flüssig, ja, dass du hier merkst, Mensch, jetzt habe ich endlich mal was zurückbekommen, ja. So eine Geschichte ist das. Liebe Carmen, mua, mua, mua. Jetzt auch für dich noch zum Abschluss ein Spruch. Du bist mit deiner Nervosität nicht alleine. Eben, denk mal dran, was ich gerade gesagt habe. Du bist mit allem nicht alleine, ja, und solltest auch mit allem nicht alleine sein. Merk dir das. Wenn man funktioniert, überträgt sich auch alles wieder zurück, ja? Wenn du nervös bist, machst du auch andere nervös. Warum auch immer, aber hier muss ein Kreislauf zwischen dir und deinen Menschen stattfinden, dass du wirklich die Energie von anderen auch empfängst. Es geht ja nicht hier um materielle Sachen. Wenn doch, dann natürlich da auch nochmal aufpassen. Das zählt ja trotzdem ins Leben mit rein. Wir können ja nicht nur von Energie satt werden. Das soll mir mal jemand zeigen, der mir sagt, Geld macht nicht glücklich, ja, oder beruhigt nicht. Da bin ich ja so ein Gegner, wo ich dann wirklich damit komme und sage, na gut, dann zeig mir mal, dass du mit einer Energie vom Universum satt wirst und sehr, sehr lange gesund lebst. Ist ja gar nicht, funktioniert ja gar nicht, ja. Weil der finanzielle Fluss ist ja natürlich auch wichtig. Der, auch wenn es im Kopf ist, das ist ein Überlebensutensil, was dich natürlich auch beruhigen kann, ja, in den Situationen. Dass wenigstens eine Sorge, die wir natürlich hier ausleben, erstmal ruhen darf. Aber wenn es Leute gibt, die seelische Sorgen, Geldsorgen, gesundheitliche Sorgen haben, naja, da wäre man doch froh, wenn wenigstens eine Sorge erstmal weg wäre, ja. Aber es ist hier wirklich, du musst hier diesen Kreislauf erlernen. Vom Guten sowie Schlechten, ja. Und die Nervosität oder das Unsichere, was du vielleicht manchmal bei dir selbst empfindest, darfst du hier voll zufrieden ablegen, ja. Man erkennt ja, wer du bist mit Königin der Kelche. Habe ich ja durch dich heute auch mal wieder erkannt, ja. So ein Ding ist das. Und ich würde dann sagen, okay, du bekommst jetzt von mir deine eigene Botschaft, 6 der Münzen.
In Ruhe guckst du dir das an, ja, und weißt auch Bescheid, Erkenntnis, das ist das, weil du dein Selbstwert hier auch von mir wieder zurückbekommen sollst, ja, und nicht einfach geben, geben, geben und dann würde aber nichts zurückkommen, ja, und so ist das vielleicht mit gewissen Menschen in deinem Leben oder auch, wenn neue Menschen reinkommen, darauf achten, dass du hier diese Energie für dich behältst, weil du brauchst dir hier keine Gedanken machen um deine Gutmütigkeit, deine Selbstliebe, deinen Selbstwert, das dürfte alles wieder stehen und hast du auch als Grundelemente einfach in dir drin, ja? Also ich finde die wunderschön, diese Legung. Meine liebe Carmen, ich danke dir nochmal von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank, habe mich sehr gefreut und ich hoffe, du konntest hier vielleicht was mitnehmen. Und jetzt kommt der Verabschiedungsgong. Auf Wiedergong. Nee, herzlich willkommen ist besser. Auf Wiedergong. Tschüssi, bleibt gesund.